Direkt So, drüber da sind wir steht wieder, meine Rekluser Zombie. Freunde. Wo bist denn du? Ich suche dich gerade die ganze Zeit. Mach mal irgendwas Auffälliges, ist ja irgendwas in die Luft oder so. Kann ich's in die Luft werfen? Soll ich in die Luft werfen? Jagen! Setz irgendwo eine Atombombe hin oder so, du bist Ruven, du bist Wolke, du... Du bist für Unheil, Katastrophen und was weiß ich nicht zuständig, aber das ist eigentlich meine Sache, ne? Blindlings irgendwo rein. Ich weiß auch, ich habe ja letztes... Drauf. Ach, guck mal, ich stehe hinter dir. Da. Und wie findest du mich? Extra für dich. Sexy. warte, komm mal kurz her. Können wir jetzt, wenn wir neben da stehen, irgendwie... Ja, ich kann dich, warte, du gehst auf Escape und dann kannst du mit deiner Maus agieren. Du solltest den Typen mal... als Freund hinzufügen. Ja. Ah, okay. Und ja, Einladung normal, zur Gründung einer Gruppe. Jetzt müsstest du eine Einladung haben. Ja, ich habe schon angenommen. Ja, wir sind jetzt eine Gruppe. Du wirst mir jetzt blau angezeigt. Ah, sehr gut, sehr gut. So. Transaktion, Duell, Menü, Goldzellen. Ich kann dich sogar als Hacker melden, übelst krass. Toll. Ich bin immer noch Level 7, weil ich diese blöden, reglosen Zombies suche. Und ich finde die einfach nicht. Ich hab keine Ahnung. Guck mal in den Chat rein. Hier genau habe ich meine gefunden. Warte, ich such mal welche für dich. Ja, zwei habe ich schon gekillt, aber ich weiß. Du kannst doch Zombies selber killen und dann werden die zu reglosen Zombies. Mit Glück. Und dann drücke ich auf Suche oder was? Wie? Ja, einfach auf F. Hier, guck mal, das müsste einer sein jetzt. Komm mal her. Ne, ist Beute, scheiße. Also wenn die blau schimmern, die Zombies, dann sind sie reglos. Ich töte hier mal ein paar, wenn ich einen. Ach so. Wenn ich einen blau mache. Ach so, ich hätte schon längst erfüllt haben können. Weil? Ich bin ja auch ein bisschen blöd. Naja, ich hätte einfach nur mal F drücken müssen. Ach so. Bei Suche. Ja, das ist doof. Toll, ey. So, warte, ich gehe fix in die Stadt. Beende hier, registrieren Sie einen Ortswechselpunkt. Lol, ich habe auch verkaufen ein bisschen Zeug. Das wollte ich gar nicht. Dann werde ich mich leveln. Und diese überlebenden Meldeformulare, wo hast du die gefunden? Die gibt's bei 4 Leuten. Die werden mit Fragezeichen gekennzeichnet. Aber eigentlich, was wollte ich? Ah, okay. Achso. Ich muss mich mal wieder hochskillen. Und zwar gehe ich auf... Oh komm, ich gebe mal noch neuen Angriffsschaden. Dazu kann ich schaden. Ich finde mich gerade mega hübsch eigentlich. So, und du kannst jetzt noch ein drittes... Oh, du kannst sogar bei Level 11 nochmal aktivieren. Ich habe gerade einen Ring geschenkt bekommen. Sonnenaufgang-Ring. Okay. Cool. Jetzt muss ich hier mal... Schmuck! Schauen. Kauf mir mehr Schmuck! Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich würde meinen Skill ausrüsten, meinen neuen. Und zwar mit ist jetzt K. Meine Sichelwellen, die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ich verstehe jetzt hier nur noch nicht. Ausrüstung vergleichen. Aber ich habe doch irgendwo noch... Ich habe doch irgendwo einen Heilzauber gehabt. Oder habe ich denn das mit Level 11 erlernt? Ich habe einen Ortswechselzauber jetzt. Ich hab hier einen Haufen Scheiß im Inventar und hab keine Ahnung, was ich damit machen soll. Verkauf's. So, Sichelwellen. So, ja, mach ich dann auch. Boah, Alter, was war das denn? Wie wird's krass? Das will ich nochmal ausprobieren, warte. Hua! Ah, geil! Okay. Ich kann so. Kennst du das aus so Filmen, wenn du mit deinem Schwert so eine Luftdruckwelle abschießt? Naja, so wenn du mit deinem Schwert so in die Luft schlägst und dann schießt die so eine Luftdruckwelle ab, so. Als wenn das Schwert so Druckwellen abfeuern würde durch die Kraft, mit der du schleuderst, weißt du? So was kann ich mit meinem Charakter machen. Kannst du mir vorstellen. Okay.
Okay, jetzt mach ich hier. Als nächstes kriege ich dann fix die Zombie-Manipulatoren. Ja, das Quest habe ich mir extra aufgehoben, um es mit dir zusammen zu machen. Sehr gut, sehr gut. Jetzt sammle ich hier nur fix diese überlebenden Formulare. Überlebende Formulare. Manchmal kann ich vor meinem Drachen nicht absteigen, ich weiß auch nicht warum. Hä? Hallo. Ich muss dann halt nur noch ein paar Sachen verkaufen, weil mein Inventar schon wieder voll geklatscht ist mit Sachen, die ich nicht verstehe. Ich kann nicht von meinem Drachen absteigen. Verkaufen. Verkaufen. Alles, was du nicht verstehst, immer verkaufen. Alles, was du nicht verstehst, verkaufen. Müssen die so weit auseinander sein? Können sich die Überlebenden nicht einfach mal zusammenstellen? Ne, das sind nicht die Überlebenden, die zählen ja die Überlebenden, die Leute. Oder die überlebenden Zähler können die sich nicht. Alle bitte in einer Reihe. Hier. Ja, mal so gucken, was ich noch so kaufen kann jetzt. Ne? Ich habe jetzt wie viel Gold? Ich habe noch 560. Ich finde diesen letzten Zähler nicht hier. Rast aus, Mann. Und wo ist ein hier? Jung. Zeig dich. Hier unten. Irgendwie gibt's ja nichts Cooles an den Waffen. Ich bin eine sehr mächtige Frau. Huasja. So. Aber hat irgendwie Stil. Ist elegant irgendwie. Gefällt mir. Gut, dass ich die Frau genommen habe. Extravagant. Naja. Zack, jetzt bin ich auch Level 9. Jetzt muss ich mal schauen, ich habe jetzt hier zwei neue Skills. Zwei neue Skills. Huah, ist er immer noch da. Oder auch nicht. Doch gerade. So, was hast du gesagt? Mit zurück C kann ich. Die Drachensplitter. Strong C. Genau. Aber wo finde ich die Drachensplitter? Genau, genau. Ich sehe die gar nicht. Wie sehen die aus? Hast du, wenn das Vieh, was du gekillt hast, dann grün leuchtet, da ist dann so ein Stein drinne. Ja, ist mir schon klar. Wo nehme ich die jetzt her? Hä? Wo hast du die gefunden? Wie, was gefunden? Du hast doch einen Drachensplitter. Wie sehen die aus? Weil ich habe einen vorhin bekommen, aber ich habe ihn nicht im Inventar. Ja, wie sehen die aus? Warte mal. Die sehen. Ich werde gerade von Zombie angegriffen. Warte mal. Das sind ja Unterschied. Sehen halt aus wie irgendwelche Steine. Wie okay. Etwas teure Steine sehen die aus. Sieht aus wie teure Steine. Besser. Ja, besser kann ich die jetzt gerade nicht beschreiben. Was ist das hier? Lazuin Edelkristall. Keine Ahnung. Vielleicht hast du auch einen Edelkristall. Kann ich meinen Strutzen verkaufen? Was ist das hier? Handwerker. Seelenzauber. Wo kann ich mein Zeug verkaufen? Ich will mein Zeug verkaufen. Warte, ich bin auf dem Weg in die Stadt. Warte mal bei sind Sachen. Dem Typen, bei dem du die Zählung machen solltest. Ach, hier. Waffenhändler etc. Ich hab's, glaube ich, gerade gefunden. Was haben wir hier sonst noch so? Nicht. Gut, gut. Hier bin ich. Deine treue Frau. Check out my stuff. So. Ach, guck mal. Ganz unten, unterm Chat, siehst du deinen Geldwert. Ah. Hm. So, warte mal. Jennys Lampastete. Okay. Warte, ich wollte was verkaufen, damit ich mir das Schwert, damit ich mir endlich dieses verkaufen. Ding kaufen kann. Der hat Sehen verkaufen, Fett verkaufen, kleiner Stein verkaufen, anderes Schwert verkaufen. Also, oh, warum kann ich diese Kackkette nicht verkaufen? Attributstein für 113 verkaufen. Oh, Dorangras verkaufen.
warte mal, sag mal, kann man sich hier Rezeptur, gemütlicher Eichen-Kaffeetisch, Einrichtungs-Item. Ja, das wäre geil, oder? Wenn das geht... Kann ich mir jetzt hier, Häuser zusammenbauen, hä? Klingt fast so. Das ist ja mal geil. Was wollte ich mir jetzt hier eigentlich kaufen? Ich wollte mir hier irgendeine... Also für die ganzen Waffen hier brauchst du Level 11, die es hier gibt. Und das würde kein Problem sein. Platz, Rucksack, was ist das? Einfacher Stärkungskristall, dieses Item. Ich bin ja echt verwirrt, da sind mir schon wieder so viele Sachen hier, die ich verkaufen kann und sammeln kann und... Wow! Ja, ich tue mich gerade ein bisschen hochleveln noch, damit ich Level 11 erreiche. Das ist schlecht. Ja, ich komme jetzt auch gleich zu dir. Warte, irgendwas wollte ich noch machen. Ich frage mich immer, ich glaube, also wir müssen das mal ausprobieren. Ich glaube aber, wenn wir jetzt zusammen was erlegen, dann kriegen wir beide die Punkte dafür, weil wir in der Party sind. In der Party? Ja, so nennt man das bei solchen Games. Hyper. Up Raven. Genau, ich habe jetzt hier wieder ein Paket. Das kann ich wieder öffnen. Sonnenaufgangring. Will ich nutzen. Danke sehr. Und noch Drachensplitterleim. Hier die ganzen Marktplatz Dinger, Sachen hebe ich mir erstmal auf und werde die, glaube ich, später benutzen. Mit Drachen kämpft sich wirklich einfach. Ja, hast halt den Gegner innerhalb von 2 Sekunden gekillt, ne? Oh, und ich muss jetzt, ich kann jetzt hier... Sehr schön. Ich kann die Zombies hier mit meiner Kuh und meiner Ehe eigentlich schon killen. Ich ich mache auch gar nicht. Also ich habe es mir auf 2 und 3 gelegt. Ich mache einfach 2, 3 und Zombies tot. Ich suche gerade diese komischen Drachensplitter, die du... Ja, ich probiere halt gerade eben mal ein bisschen was aus. Ja. Und guten Nacht. Ja, hier. Mensch. Ich fühle mich hier gerade wieder übelste King. Ja, das geht noch eine Weile so weiter. Ich glaube, wir werden auch so ein bisschen länger keine Probleme haben. Wir werden dann nachher... Wir müssen die Zombie-Manipulatoren noch killen, ne? Ja, deswegen warte ich die ganze Zeit vom Tor auf dich. Ich bin schon seit 10, seit 10 Minuten am Warten. Ich kill jetzt mal einen. Hä, wo bist denn du? Wir wollten das dann machen, ich will was probieren. Komm vor's Tor. Ja, warte, ich hab nur einen gekillt. Ich hab auch, also ja, einen habe ich auch aus Versehen schon gekillt. Kann man irgendwie auch tanzen oder sowas? Ich vermisse das gerade irgendwie, das Tanzen. Ja, mir leuchtet die ganze Zeit oben so eine kleine Truhe. Ach, das ist für die Quest, ach ja. Kommst du jetzt? Warte, ja. Ich sammle mal hier die ganze Sache ein. Ah, da steht sogar, wie lange ich noch brauche, bis ich den Drachen wieder beleben darf. Ich muss ab. Wie kann ich das eigentlich einsammeln will? Jetzt komm endlich her! Man lässt Frauen nicht warten. Ich will den ganzen, meine Quest-Sachen will ich alle mal einsammeln, aber wie kann ich das nicht? Hast du die immer noch nicht alle fertig? Na doch, mir fehlt nur der Zombie-Manipulator, aber... Ja genau, den machen wir jetzt. Oder was? Jetzt gehe ich auf O. Warte mal. Ich gehe auf O. Alle nehmen. Ich kann nichts mehr nehmen. Auf Quest. Auf Story-Quest. Sternchen. Boah, hier volles Gemetzel bei mir. Ich versteh's nicht. Naja, egal. Haben wir halt eben Belohnung abholen.
Täglich, ach, täglich Belohnung fürs Einloggen ist das. Ach so, alles klar. Na dann komm, go go. Ah, ich finde, ich bin recht gut wiederzuerkennen. Hm? Unter all den Frauen bin ich recht gut wiederzuerkennen. Jetzt kill mal den Zombie. Oh. Warte, ich hau mal mit drauf am Anfang. Jetzt kill den mal. Hab ich... Hast du etwas bekommen? 16 EP habe ich bekommen. Ich auch, cool. Also kriegen wir wirklich beides. Also wenn wir kämpfen, kriegen wir immer die gleiche EP-Anzahl. Oh, das ist übrigens ein Boss-Mod, gell? Der hier. Du bist Fernkämpfer, du solltest vielleicht nicht so nah rangehen. Das sind so gute Angriffe. Hier, ich hatte mal so eine Heilungsquelle dahin gebastelt. Boah, brauche ich nicht, der zieht mir kein Leben ab. Wisst ihr, wie ist ein Schuss von mir, der durch den Zombie durchmacht? So, ich habe jetzt die mächtigsten der Amok-Zombies sind aufgetaucht, okay? Oh, hier ist ja noch einer. Also ich habe jetzt... Ich finde das cool, dass man mit so vielen Leuten zusammen kämpfen kann. Ach guck mal, den Amok-Zombie habe ich gekillt, den darf ich mir sogar holen. Ich habe da auch die... Surilexens, gell? Rausbekommen. Warte mal, warte mal. Sitzt an das gerade F6? Was Hilfegruppen? Irgendwas? Was Hilfegruppen? Ach, okay, ich kann dem das Loot nehmen und kann dir das gerade geben. Ich habe dir das gerade gegeben. Alles klar. Yes. Oder ich kann es für mich behalten und irgendwie sowas. Wie hast du das gemacht? Da stand irgendwas mit F8 und hast du nicht gesehen und... Aha, okay, weil... Da habe ich jetzt einfach aus Panik F8 gedrückt und... Ne gut. Komm mal mit, ich zeig dir, wo es lang geht. Und du müsstest theoretisch jetzt deinen Quest abgeschlossen haben, oder? Jo. Und jetzt gehen wir nach Helmut. Und dann müsste... Komm mit, hier. Hier. Wo bist du? Also theoretisch müsste das hier sein. Weil hier kommen 1000 Zombies auf die Brücke. Hier habe ich mich damals hoch... Also da... gestern. Hier habe ich mich gestern hochgelevelt. Theoretisch müsste das hier sein. So, Captain, es sind einfach zu viele. Dann komme ich und... Bam! Woo! Jump, jump. Hier kannst du ein übelstes Massaker veranstalten an Zombies. Sehr schön, so gefällt mir das. Siehst du, was hier alles ankommt an Zombies? Ich glaube, wir haben das Quest noch gar nicht, oder? Ah, doch! Doch! Wir müssen eine gewisse Anzahl an Zombies killen. Huah! Ich will das aber gleich auch mal ausprobieren. Was ist, ich kann ja noch meinen Drachen rufen. Hui! Wie viel haben wir? Die Hälfte haben wir. So. Brauchst du Hilfe? Bam! Nö. Wuhu! Ist das geil, ey. Ich kann jetzt die E und Q und so drücken und dadurch nochmal extra Angriffe machen und hast du nicht gesehen und das ist hier... Ist echt geil, ne? Macht mega Spaß, das Spiel. Weg damit hier. Das war zwar daneben, aber egal. Und... Woo! Also die Kombination von nah und fern gefällt mir. Ja, ich hau... Warte mal, lass mich den hier mal aufheben. Kann ich das jetzt dir geben? Oh, meinst du, ich krieg einen grünen... Ach! Das ist... denn eigentlich? Das ist... Zufall... Oh, ich habe einen Drachensplitter gefunden! Bedarf Gruppenfalter aufgeben.
Okay, ja, was soll ich jetzt drücken? Jetzt soll ich drück Z. Ah, nee, Glitzer und das Kristallpulver. Ah, ich habe doch gerade einen gefunden, hundertprozentig. Du sagst, die sehen aus wie Edelsteine. So, warte, ich bin jetzt ein Level aufgestiegen, ich bin jetzt Level 10. Ja, ich auch. Ich skill mal ein wenig in meine Attacke noch. Ich habe jetzt 65 Schaden oder irgend sowas. So. Also ich drücke mal F6 bei den Drachensplittern, ist das richtig jetzt? Nee. Na, da steht Bedarf. Nerimer hat pure Drachensplitter für magische Abwehr erlangt. Ach, du zähmst den gerade. Hey, du hast den aber schon, das weißt du, gell? Nee, wir haben Türkis im Betracht. Nee, ich hole mir nach einem anderen. Ich kenne hier in der Gegend noch einen cooleren Drachen. Huah. So, tada. Na, dann komm mal mit. Er lernt Drachen Energieskill opfern. Und dieser hier ist Level 9. Ich weiß nicht wie. Kommst Guck du? Mal, jetzt habe ich zwei Drachen. Frank, ich habe jetzt schon zwei Drachen. Ja, komm mit, ich will auch einen zweiten. Folge mir! Woohoo! Der war doch, glaube ich, hier, oder? Wo war der? Jetzt ging noch weiter runter. Ach, alles klar. Was denn? Guck mal, das ist... So, warte, wo bist du jetzt hin? Ich bin den Weg runter, ich bin ziemlich weit vorne schon. Pass auf, wenn ich jetzt den Eintrachen rufe und der verschwindet, ist es ziemlich gut, den zweiten zu haben, weil dann kann ich den einfach wieder rufen, wisst ihr? Ach so. Ich bin schon im Krisengebiet. Flieg mal den Weg lang und komm ins nächste Krisengebiet, in die nächste Stadt. Oh, mein Drachengehege ist so voll. Ja, ich weiß, du darfst... freilassen. Wie das geht, habe ich noch nicht rausgefunden. Ich bin jetzt schon in der Gegend, wo das Krisengebiet ist. Du musst aber mal vorbeikommen und ich hole mir kurz meinen nächsten Drachen. Ich habe nämlich hier nämlich Drachen entdeckt beim letzten Mal, die nicht fliegen. Die, Oh. Nein, ich will eigentlich, 6. Die rennen nämlich mega schnell. Ich habe mega Renndrachen gefunden. Fände ich echt cool. Das ist jetzt, wie ich meinen Drachen loswerde. Hol dir lieber auch einen Renndrachen, das ist viel cooler. Juhu! Bild irgendwas. Guck, ich, wo, läufst du den Weg runter? Dann komme ich dir nämlich entgegen kurz. Na, warte, ich fange mir gerade mit einem neuen Drachen. Ach so. Was fängst du dir jetzt an? Ein Bild. So. Ein Wild-Wolfsflügel-Drachen. Ach so. Der macht recht große Sprünge und kann fliegen. Guck mal hier. Ey, der sieht auch geil aus. Guck mal meinen an. Ja, wo bist du denn? Sag mal her, bleib mal stehen. Der sieht auch cool aus. Oh, der sieht wirklich cool aus. So, warte, ich wollte jetzt mal meine Drachen vergleichen. Wie macht man das? Echt geil hier. Du gehst auf Drachengehege oder drückst L. L, okay. Ah. Unten diese Symbole Beschwörung, Reiten, Drachen vergleichen und Drachen freilassen. Unser Slot wurde noch nicht freigeschalten, für mehr kosten 20. Aber das ist geil. So, pass auf. Also, mein Grünhimmeldrache ist zwar schwächer,
als der Wolfsflügel Drache. Ach, du hast den Türkis komplett freigelassen, oder was? Ja, genau. Oh, ich behalte ihn noch. Dafür hat der Wilde mir Drachen gemacht. Hui! Ah, ich finde den hier cool, diesen Dinosaurier-Drachen. Also wir werden dafür sorgen, dass wir am Ende wahrscheinlich 4 verschiedene Drachen haben. Es sei denn natürlich, es gibt mega geile Drachen, die wir beide haben wollen. Aber ich finde zum Beispiel den cool. Hui, der kann auch mega cool springen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob so angriffstechnisch sind die beiden, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wobei ich mir nicht sicher bin, welcher jetzt der bessere der beiden ist. Also bei mir ist es auf jeden Fall der zweite. Und das kann ich dir auf einen ganz einfachen Grund sagen, weil den Drachen, auf dem ich gerade reite, den habe ich aus einer ziemlich weit entfernten Gegend geholt gerade. Ich war ziemlich weit vorne gerade. Den habe ich nämlich gestern durch Zufall entdeckt. Also wenn du den haben möchtest, dann solltest du mir folgen. Da geht es nämlich auch weiter mit unserer Quest. Weil hier haben wir keine Quests mehr. Ah ne, Quatsch, doch, eins haben wir noch. Komm mit. Hui! Siehst du schon, ich bin mega schnell mit dem Drachen, gell? Und zwar müsste das hier die Kausalhöhle sein. Das ist ein Gleiter, alles klar. Das heißt, ich brauche Höhle. Kommst du in die Höhle mit? Welche Höhle? In der Wand ist so ein... Höhle. Ah, warte mal. Teleport zum Dungeon. Initiation. Ah, Schwierigkeit wählen. Erkundung. Hey, hast du die Schwierigkeit gewählt? Warte, ich komm mal wieder raus. Ja, komm besser mal raus. Na, bin gerade dabei. Bin bei 50-100%, okay. Geliebter? Wir müssen da, glaube ich, zusammen reingehen. Wo bist denn du? Aber ich hab dich verloren. What the fuck? Was hat der für ein Drachen? Alter, Hilfe. Das große, glänzende Fieder? Ah, da bist du, ja, komm her. Hab gestern viel geileren gesehen, so einen gelblichen. Okay. Hä, jetzt bin ich schon wieder reingerannt. Ja, ich doch auch. Ja, aber nein, hä? Ich bin wieder rausgerannt jetzt. Hast du nicht irgendwas? Okay, gut. Ich dachte, man kann irgendwas einstellen jetzt. Okay, ja, dann steig auf. Ich mach's ohne Drachen. Warte mal, was ist denn hier? Hua! Tja! So. Ich weiß nicht, was du machst, aber deine Frau macht hier schon alles. Ja, gell? Vorsicht, hier kommt eine Spinne gleich raus, eine ziemlich starke. Hä? Hier müsste eigentlich eine Spinne rauskommen. Beim letzten Mal kam hier eine Spinne. Wieso kommt hier keine Spinne raus? Verstehe ich nicht. Na los. Das wird lustig. Hier gibt's auch Drachen, übrigens. Hua! Hua! So. Jetzt lässt wieder alles die Frauen machen, der Wolke, so ist er. Während ich mich hier todesmutig irgendwelchen Monsterpflanzen entgegenstelle, hängt er im Inventar rum. Blumenbestie, kann man diese Viecher auch zähmen? Nee, kann man nicht. Nur Drachen kannst du zähmen. Alles, was annähernd nach einem Drachen aus... Die hier kannst du, die Sephir-Drachen kannst du zähmen. Die sind ja gleich aus dieser Sephir-Drachen. Irgendwie schon, ich überlege auch gerade, wo ich mir einen hole. Würde zumindest zu meinem weiblichen Charakter gut passen. Und ich habe einen Drachen schon mal gefunden. So, guck mal, jetzt ist mein einer Drache weg. Da rufe ich ihn einfach ganz schnell den zweiten hier, gar kein Problem, zack, zack. L? Nee, war das nicht L, die Drachenform? Du gibst mir die ganze Zeit eine blöden Drachensplitter, behalte die Drachensplitter für dich. Hä, ich gebe die Drachensplitter. Wieso gebe ich die Drachensplitter? F6 drücke ich. Ja,
Ja, das heißt wahrscheinlich abnormaler Zorntrache. Nein! Es geht, wenn wir in der Gruppe sind, dann wird gewürfelt. Und durch Zufallsprinzip kriegt dann irgendwie jemand den Splitter, weißt du wie? Okay, nicht hast du den getötet jetzt? Der hat dich angegriffen und ist dabei gestorben. Den wollte ich mir jetzt eigentlich holen. Ich will mir den da hinten holen, aber ich komme nicht auf die... Hier sind auch geile. Hier sind geile. Wie lasse ich ihn meinen nochmal frei? Na, L. Ah, Drachen freilassen, alles klar. So. Oh, ich hab, glaub ich, hier hol ich mir Dichte? Freilassen. Komm mal hier hinter. Oh, ich hab... Ich hab einen Aschefelsendrache gefunden. So viele Drachen. Ich hab gerade einen Aschefelsendrachen gefunden. Der sieht geil aus. Guck mal, der grüne Himmel. Alter, hier ist auch so ein braunes Drachen. Übelst groß sieht er aus. Ja, ich bin auch gerade an dem Braun. Warte ganz kurz. So. Den Braun möchte ich dann haben, weil der nicht ist. Hab ich mir auch gerade. Ich sitze gerade auf einem. Ich reite gerade einen Drachen. Irgendwie komisch, wenn eine Frau das sagt. Yay! Glückwunsch, sie haben einen Drachen gezähmt. Ich komme mal vorbei. Kann der fliegen? Der kann nicht fliegen. Glaube ich. Wo bist du? Wolke? Ah. Bin tot. Ja, der Drache kann nicht fliegen. Warte, ich komm. Hey, wie rufe ich denn einen anderen Drachen auf? Ach, mit F2. Aber wenn ich drauf sitzen möchte? Ja, mit Tab komme ich aber auf den anderen Drachen. Hä? Na, egal. Ich komme halt mit dem. Genau, Aschefels ist das. Den habe ich gerade. Bitte, komm her. Ah, nee, der ist voll langsam, Alter. Was kann der? Der hat 100%ig mega an. Moment, warte, ich schau mal nach. Aschfelsendrachen, ja, das ist ein Angriffsdrache. Der hat meiner hat fast 50 Angriff. Das mit diesen Anzeigesachen, damit komme ich noch nicht so ganz klar, aber ganz so. Hier, guck mal hier. Klar, kannst du ja umstellen, du kannst dem Drachen auch befehlen, er soll gar nicht mit angreifen. Ich hab den auch. Jetzt aber jetzt doof, jetzt will ich mir einen anderen holen, wir dürfen nicht dieselben Drachen haben. Was ist das denn? Na, geile Meine. Dann hole ich mir halt den da. Dieser Drache kann nicht gezähmt werden. Ah, okay. Huah! Der abnormale Zorndrache kann nicht gezähmt werden. Du sollst mich nicht immer Schnucki nennen! Machst du denn da, Alter? Du backst voll im Boden rum! du sitzt gerade voll auf dem Boden und zügelst den Boden. Tja, siehst du mal, was ich alles kann. Hua! Ja, ich kümmere mich mal hier um die Pflanzen. Ich brauche nämlich auch Mimosensamen. Hey, die brauchst du? Ja, da gab's am Anfang der Höhle eine Quest. Da stehen überall so Mimosen.
Willst du mich verarschen? Ich hab die Quest. Ich hab die Quest nicht. Oh, Mist. Was hab ich dir gesagt? Oh, ich hab einen neuen Fachsplitter. Ja. Ich bin halt doch so keine so gute Frau. Multitasking-Fähigkeit liegt mir trotzdem nicht. Okay, F6 Bedarf. Gewürfelt, purer Drachensplitter. Für physische Abwehr. Woohoo! Jetzt hast du den auch erlangen, mein für physische Abwehr. Was, du hast den auch? Den hatte ich gerade eigentlich bekommen, ja, aber. Ne, ich habe auch gerade einen bekommen. Hier ist so ein komischer Mutator. Boah, ich fall ja fast runter. Ich hab jetzt hier übelste, Oh, ich hab mich ein wenig übernommen. Ah, sterbt einer. Ich bin schon in der Höhle ein bisschen weiter. Die Frauen, gell? Und noch ein Porensprachensplitter. Hui! So. Ich habe einen neuen Skill erlernt. Hier, genau diese Zaubermimosen. Die muss ich killen und davon die Samen nehmen. Ich habe einen neuen Skill erlernt, sagt er mir, aber keine Ahnung warum. Wie. Austausch. Positioniert vom Spieler und Drachen werden nach Beschwörung. Alles klar. Und heiliges Licht. Der Charakter startet eine... Ah, okay, ich habe meine Heilattacke jetzt endlich. Also ich habe jetzt ein heiliges Licht, damit kann ich mich selbst heilen. Und ich habe Austausch, damit kann ich die Position zwischen mir und meinem Drachen wechseln. Was backst du da eigentlich im Boden rum, Alter? Keine Ahnung, aber hast du mal meine geile Kutte angeschaut hier? Ja, wir sind ein voll cooles Paar. Huah, huah. Hui. Meine Rüstung. Weil ich es genommen habe. Ah, ich bin tot. Nein, ich bin tot. Nein, ich lebe noch. Ich habe ein kleines Problem. Ah. Du kannst... Oh. Ich bin tot. Okay, ich bin wieder da am Anfang der Höhle. Ja, ich back hier auch. Mein Gleitdrachen, okay, gut, das war natürlich jetzt dumm. Ich hab mich auch töten lassen kurz. Wollen wir warte, ich geh mal kurz raus und hol mir mal das Quest da. Und zwar kannst du den unterschiedlichen Drachen reiten, wenn du jetzt F2 drückst, rufst du halt den anderen Drachen und dann drückst du Tab, dann drückst du auf dem. Okay. Was denn? Neue Lektion gelernt, nicht einfach in irgendwelche... Okay, ich habe jetzt auch das Quest. Nee. Hä? Kann er überhaupt nicht fliegen? Was ist denn hier los, Mensch? Jetzt zwei flugunfähige Drachen. Ja, ich auch, deswegen hole ich mir gerade nochmal einen neuen. Und zwar hau ich den du jetzt auch hast, den hau ich jetzt weg wieder. Aschefels Drachen. Ich frage mich hier gerade. Ja, ich muss den dann glaube ich update bekommen, weil ich habe jetzt gerade zwei unfähige Drachen. Macht sich nicht ganz gut. Meinst du? Boah, ist das schwer. Boah. Hui, hab ihn! Erlernt Drachenenergieskill, Witters Segen. Aber ich hab hier keine Quest. Hä, bin ich blöde? Da sitzt ein Typ links direkt neben dem Eingang. Hier, ja. Wenn du reinkommst. Der hier? Nein, nicht der hier. Hier ist kein Typ. Blaues Ausrufezeichen. Blaues Ausrufezeichen habe ich hier gar nicht auf der Map. Ich habe eine Pflanze gefunden. Dorangras.
Ach lol, es gibt hier auch Pflanzen, die man suchen kann. Okay. Ich bin gerade mal draußen. Ich stand mit ein paar Pflanzen. Huh, was ist das denn? Heimtückischer Herumtreiberer. Oh, ich wollte ja das Tor. Oh. Bam. Nicht mit mir, Freundchen. So, hier war irgendwo Dorangras. Wo ist das jetzt hin? Ach dann. Okay. Gesammelt. Und was gibt's hier noch? Hier gibt's auch irgendwas anderes. Boah, Alter, was hier für Viecher rumrennen, das ist ja mal die Härte. Ach cool, man kann hier auch Bäume fällen. Alter, was es ja alles gibt, das ist ja unglaublich. Ach, ich glaube, das hat gerade zum Quest gehört, kann das sein? Walddrachenkrise. Wir haben nicht genug Hinweise und sagen, wer hier bleibt. Muss ich mal ins Festtagebuch schauen. Ich sammle hier nur die blöden Mimosensamen. Das ist ein Solo-Quest, okay. Okay, Alt F1, huch, wow, das wollte ich gar nicht. Alt F1. Ah, okay, jetzt habe ich's. So, ich bin jetzt auf meinen Reitdrachen unterwegs zu dir. Ja. Geil ist, der hat übelste Sprungskills, der Drache. Ich komme hier echt schnell voran mit dem Vieh. Gebt mir doch mal eure blöden Samen, ja. Blöden Pflanzen. Ich komme hier nicht rüber. Wo ist er? Die geben mir. Ach, da ist er. Oh, die Spinnen meine ich, die sind übelst krass, oder? Ja, ich bin damals ohne Waffe hier reingegangen. Sehen aber cool aus, finde ich. Aber wenn dir sowas in echt begegnet, ist echt eklig. Also da wäre ich durch die erste der Spinnen gekommen. Hier hast du eine Pflanze vergessen. Hier hast du eine Pflanze mit Mimosensamen, komm mal her. Hier, die hast du nicht geplündert. Nee, doch, die ist tot, die hast du nicht geplündert. Hier. Kann ich gar nicht plündern. Nicht? Ich kann sie plündern. Kann ich dir irgendwie geben? Mimosensamen. Komm mal in meine, komm mal vor mein Gesicht, vielleicht kann ich so auf dich draufklicken. Bleib stehen. Nein, ich will sie nicht löschen. Okay. Ja, greif mich ruhig an. Duell heraus. Drachenduell Herausforderung. Folgen. Flüstern, Goldzim. Folgen. Hm, okay. Naja. 9 Skill erlernen. Wie viele Skills soll ich denn noch erlernen, alter Schwede, ey? Kreis der Verzweiflung. Okay.
das gemacht hat, mit dem übelsten Jump ist nach wie vor. Vor allen Dingen, wie du erstmal die ganzen Viecher, die dir mir Mose zusammen geben, stehen lässt, auch gut. Viele hab ich eigentlich schon gesammelt. Oh, was ist das denn für ein Drache, Alter? Hier ist ein übelster Silberdrache. Alter! Was, der kann nicht gezähmt werden. Wow, Alter, macht der einen Schaden. Komm her. Wolke, komm her. Oh mein Gott. Was? Das Ding ist 10-mal so groß wie unsere Drachen. Oh mein Gott, ich brauche einen Scharfschützen, ey. Das Vieh hebt in den ab. Autsch. Der schmeißt mich einfach so durch die Luft. Ich bräuchte hier einen starken Mann. Alter, was ist das für ein... Oh mein Gott. Drache, erwache. Alter Schwede, ich brauche ein bisschen Hilfe. Go, go! Attacke! Oh mein Gott, Alter, das ist ein Vieh. Mein Drache ist so groß wie seine Pfote, ey, das ist so krass. Ich stecke hier in so einem Kackloch fest und weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll. Mann! Boah! Ich habe übelste Probleme und er so, ich stecke in einem Loch fest. Ja, toll, Dankeschön für deine Treue und so. Ja, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. So ist er zu Frauen, während du in Lebensgefahr schwebst. Ich stecke in einem anderen Loch fest, ich komme hier nicht raus. Toll, jetzt. Ich habe keinen Flugdrachen. Alter, der hat meinen Drachen getötet gleich. Okay, er hat gleich meinen Drachen gekillt. So. Quest erfüllt. Wow. Ich glaube, dieser Aschedrache. Jetzt verarsch mich nicht und komm endlich her, ich bin gleich tot. Ja, wo bist du denn? Na, am Ende des Gangs, lauf doch einfach wie jeder normale Mensch den Gang entlang. Alter. Ist doch nicht so sch... Es gibt nur einen Gang in diesem scheiß Labyrinth. Oh mein Gott. Alter, ich bin gleich tot. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Bis der hier auftaucht. Schnell wie möglich zu dir zu kommen. Bis du hier auftauchst, bin ich dreimal tot. Ich renne eigentlich nur noch. Uiuiuiui. Ich laufe ja schon in deine Richtung, aber... Ah, ich glaube, ich sehe dich. Wirklich? Der Typ mit einem riesen Drachen? Meinst du? Ich sehe dich nicht. Du musst auf der Minimap gucken, wenn du so eine 1 oder eine 2... Dann bin okay, ich das. Ich hab's doch nicht gesehen. Lauf doch einfach den scheiß Gang lang. Es gibt nur einen Weg, da lang zu laufen. Ja, ich laufe doch schon. Wenn ich jetzt hier weggehe, dann verliert, dann kriegt er sein Leben wieder, was ich schon abgezogen habe. Immer muss man auf den jetzt warten. Oh. Sag ich doch, jetzt komm endlich her! Oh. Alter! Oh mein Gott! Ich bin gleich dort! Ah, warte, hab ich nicht eine Heilung? Achso, das geht dann sagen, mein Drache da ist. Ah, klasse. Würdest du ihn attackieren, während er mich munter durch die Gegend schmeißt? Oh mein Gott, ist das ein Vieh, ey. Siehst du das? So, jetzt hau ich drauf. Ja. Na also, jetzt kriegt man. Oh. Woo. Autsch. Und dafür kriegst du gerade noch 29 XP, was ist? Nein, du hättest doppelt so viel gekriegt, aber wir haben ja zusammengespielt. So, dann würde ich sagen... Hast du dafür was bekommen jetzt? Hast du das für was? Nö, irgendwas war irgendwas in. Ich kann nämlich nicht plündern. Ach doch, jetzt. Ne, wir haben so einen Buff bekommen. Glitzernder Kristallzauber. Bedarf. Und schimmernde Voraussage. Gebe ich jetzt einfach mal dir.
Du müsstest jetzt eigentlich von mir, ja genau, einen, ja, du hast jetzt irgendeinen Ausrüstungsgegenstand für mich bekommen. Genau, aber pass auf. Ah, für ein Vieh, Alter, sieht so geil aus. Vor allem, wie der mich durch die Luft geflackt hat, hast du das gesehen gerade? Wie der mich durch die Luft geflackt hat einfach? Ich hab nur gesehen, dass ich um die Ecke kam und ein riesen Flügel auf einmal da durch meinen Bildschirm gewischt ist. Ja, der hat so eine Fähigkeit gehabt, wenn du vor ihm standest, dann hat er dich einfach einmal durch den ganzen Raum geworfen. Auch nicht schlecht. Wollen wir eine kleine Aufnahmepause einlegen? Das und, einfach hier mal, also jetzt nicht rumrennen oder so. Wir können uns ja einen zweiten Account machen. Jetzt mal kurz was erledigen. Ja, klar, okay. Dann würde ich sagen, stellen wir uns einfach noch neben den getöteten... Ja. Oder wir bleiben hier oben stehen, ist doch auch eine schöne Aussicht. Ich stelle einfach mal gegen den... ja. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal, Dream Team, warte mal, jetzt hoch rum. Dream Team verabschiedet sich, übelst die Magier, das übelste Magierpaar hier, siehst du das? Wo wir eigentlich nichts mit Magie zu tun haben. Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis denn. Tschüss.